Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am 23.01. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe heute 9 Technik-News für euch vorbereitet. Zum ersten geht es wieder ein bisschen um das Thema Tesla, anschließend um neue Verkaufsangebote beziehungsweise generell ein bisschen um den Onlinehandel. Dann geht es um Windows 10, um eine neue Vorstellung von Asus und um die ersten Schatten, die der Mobile World Congress bereits vor sich wirft. Wir beginnen mit Tesla. Dort wurde die Untersuchung jetzt nach dem ersten Unfalltoten beendet. Das Verkehrsministerium hat bei der Ermittlung herausgefunden, dass Tesla nicht daran schuld sei quasi, beziehungsweise den Konzern keine Schuld trifft oder den Autopiloten. Das liegt vor allem daran, dass eigentlich lange genug Zeit war, um zu reagieren für den Piloten, einige Sekunden. Offensichtlich war der aber nicht in der Lage, darauf zu reagieren, was daran liegen dürfte, dass er auf einem Tablet ein Video konsumiert hat. Dementsprechend, er hat den Autopiloten quasi überbewertet oder halt zu viel genommen und zu viel auf den Autopiloten vertraut. Er hätte eingreifen müssen, er wurde auch daraufhin gewarnt, aber eben leider nicht rechtzeitig reagiert. Dementsprechend gab es diesen tödlichen Unfall. Nichtsdestotrotz weist das Verkehrsministerium allerdings auch darauf hin, dass dieser Autopilot generell besser erklärt werden müsste und auch besser positioniert werden müsste, damit die Leute die Grenzen dieser Technik auch verstehen. Wir kommen zu einem neuen Angebot von Mediamarkt und auch von Otto. Mediamarkt bietet jetzt Hardware zum Mieten an. Da ist einiges Interessantes dabei. Das dreht sich einerseits mal um Computer. Andererseits geht es aber auch sogar runter bis zu 3D-Brillen, was ich durchaus spannend finde. Sich mal so einen Monat eine Oculus Rift irgendwie mieten, ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Preislich ist es allerdings noch so ein Thema. Ihr müsst auf jeden Fall mindestens einen Monat lang dieses Gerät mieten. Und für einen Monat wird es ungefähr 10% des Kaufpreises fällig. Wenn man zum Beispiel einen 5K iMac mietet, der kostet aktuell 2300 Euro, dann kostet ein Monat der Miete auch entsprechend 230 Euro. Also vom Preis her immer noch durchaus teuer, sage ich mal. Otto hat ein ähnliches Angebot. Da geht es aber vor allem um Digitalkameras. Das finde ich schon wieder ein bisschen spannender. Zum Beispiel, wenn ich dort eine Canon EOS 80D mal mieten mag für einen längeren Urlaub, zahle ich dort 60 Euro im Monat für dieses Modell. Insofern, warum nicht? Durchaus auch spannend, wenn man mal eine bessere Kamera für den Urlaub möchte, aber sich nicht gleich eine kaufen will dafür. Amazon, den Dash-Button, den hatten wir auch schon im Geek Talk häufiger. Den gibt es jetzt auch in Zukunft dann virtuell quasi. Das heißt, ich muss mir keinen Button für 5 Euro nach Hause kleben, der irgendwie nur ein Produkt kann, sondern ich habe diese Buttons dann auch in der App. Eine klare, konsequente Weiterentwicklung dieses Dash-Button-Konzepts. Dürfen gespannt sein, ob es dann da mehr Auswahl gibt oder ob da auch irgendwie nur spezielle Hersteller irgendwie bevorzugt werden. In den USA dürfte das Ganze schon gestartet sein, zumindest wird es auf Amazon.com schon angeboten und es gibt schon die Erklärungen dazu, es ist kein Gerücht mehr. Im deutschen Raum gibt es dann noch kein Angebot dazu. Wir dürfen gespannt sein, wann das hier bei uns starten wird. Der Chef von eBay hat sich zu Wort gemeldet zum Thema Brexit. Devin Wenig heißt der Mann. Und er meint eigentlich, dass der Brexit momentan nicht schlecht sei, beziehungsweise man sogar davon profitieren würde. Vor allem momentan gibt es einen großen Boom beim britischen Export, weil quasi die britischen Waren, Zitat, on sale seien, also gerade aufgrund des schwachen Pfunds sehr günstig sind. Wie kurzsichtig es gedacht ist, sei die andere Frage. Er glaubt zumindest, dass es für Großbritannien gut weitergehen wird, was unter anderem auch daran liegen wird, dass Großbritannien ja nicht die Weltwirtschaft verlassen will, so seine Aussage, sondern nur quasi die EU und halt mit bilateralen Handelsabkommen dann da entsprechend entgegenwirken will. Man darf gespannt sein, wie es da aussieht. Donald Trump hat ja zum Beispiel auch schon durchklingen lassen, der neue US-Präsident, der ja letzten Freitag angelobt wurde, dass er nicht wirklich vorhat, großartig viele Handelsabkommen einzugehen. Und ich glaube, für die Briten ist das eine durchaus schlechte Nachricht. Wir hatten schon eine Geek-Talk-Folge. Rakuten hat Tolino gekauft, beziehungsweise die Tolino-Anteile der Deutschen Telekom. Da musste jetzt noch das Bundeskartellamt quasi das Ganze prüfen. Die Prüfung ging positiv aus. Das heißt, Rakuten wird Tolino kaufen. Man sieht keine kartellrechtlichen Probleme. Und Rakuten wird Tolino jetzt endgültig übernehmen dürfen. Wird noch ein paar Monate dauern, bis es abgeschlossen ist, aber dann ist quasi Tolino in der Hand von Rakuten. Das ist die Plattform, die auch bereits den Kobo schon anbietet. Stichwort E-Books, auch Windows wird in Zukunft E-Books verkaufen, zumindest bald, wie es aussieht. In der aktuellen Windows 10 Insider Preview kann man mit ein paar kleinen Tricks, die in den Shownotes verlinkt sind, bereits umschalten und bekommt dann dort quasi E-Books angeboten. Aktuell natürlich nur auf Englisch. Und formattechnisch sind es EPUBs, aber man darf gespannt sein, zumindest wird jetzt eben auch
Microsoft bzw. eben Windows in diesen E-Book-Markt einsteigen. Ein weiterer Mitspieler ist vielleicht kein Nachteil in dem Fall zumindest. Asus hat eine spannende neue Vorstellung gemacht, zumindest für Bastler eine spannende Vorstellung. Das Gerät nennt sich Asus Tinkerboard, also das Bastlerboard. Und im Endeffekt ist es ein Raspberry Pi Klon oder Konkurrent oder wie auch immer man das nennen mag, also halt ein Ein-Chip-Computer mit unheimlich vielen Anschlüssen und eigentlich auch relativ großer Leistung. Das Ding bringt HDMI 2.0 mit, das wurde ja jetzt auf der CES, das hatte ich vor 3 Wochen als Thema, quasi gespeckt. Und ja, der wird jetzt für 65 Euro auf dem Markt erscheinen. Durchaus spannendes Gerät für Bastler, warum nicht? Zu den ersten Schatten, die der Mobile World Congress vor sich wirft. LG wird sein neues Smartphone, das G6, am 26.02. eben im Rahmen des Mobile World Congress vorstellen. Das einzig Spannende, was man auf der Einladung erkennt, offensichtlich dürfte es sich um ein Display mit dem Formfaktor 2:1 handeln. Das ist jetzt ein bisschen was Neues. Das hat Xiaomi damals losgetreten mit dem Mi Mix. Vielleicht wird es auch ein randloses Handy quasi werden. Wir dürfen gespannt sein. Punkto Display dürfte es ein 5,7 Zöller werden, also auch ein durchaus großes Gerät. Was wir leider auch mittlerweile wissen, offensichtlich verabschiedet sich LG von den Friends Mods, also von diesen modularen Smartphones. Eigentlich schade, war eine gute Idee, die halt leider nicht wirklich gezündet hat, offensichtlich. Zu guter Letzt noch eine Info von YouTube bzw. Google. YouTube Red soll bereits dieses Jahr in Deutschland starten. YouTube Red ist dieser Dienst, wo ihr auf YouTube quasi für 10 Dollar keine Werbung mehr bekommt, die Videos dann auch endlich im Hintergrund abspielen könnt und auch offline laden könnt, durchaus interessante Themen, und ihr bekommt Zugriff auf die eigenproduzierten Serien von YouTube, also Serien und Filme sind das konkret. Was auch interessant daran ist, für diese 10 Dollar gibt es aber auch Google Play Music All Access, das ist quasi ja der Spotify-Klon oder Apple Music-Klon oder Konkurrent von Google. Also durchaus, ja, man könnte YouTube dann als spannendes Mehrangebot sehen, weil 10 Dollar ist ja allein für einen Music-Streaming-Dienst schon sehr marktüblich. Bleibt eine spannende Sache. So, das war mein Einstieg in die Geek Talk Daily diese Woche. Ja, für alle, die jetzt genauso traurig sind, dass wir wieder Montag sind, hier auch eine gute Nachricht für euch. Es liegt aber auch dafür auch wieder eine ganze Woche Geek Talk Daily für euch. Ich werde euch die Woche durchbegleiten. Zuletzt noch eine kleine Bitte an euch. Wir haben eine Umfrage zum Geek Talk Daily gestartet. Wir würden gerne von euch wissen, wie ihr uns hört, ob ihr uns hört. Dieses Experiment hier ist mal auf 3 Monate begrenzt. Und wir würden aus diesen 3 Monaten gerne lernen. Wir haben schon sehr viel gelernt, brauchen wir natürlich auch euer Feedback. Ihr findet die Umfrage, das Ausfüllen dauert wirklich nur eine Minute. Das ist so eine Google-Umfrage, ihr braucht ja nicht anmelden, registrieren oder sonst irgendwas. Ihr findet die Umfrage unter daily.geektalk.ch/Umfrage. Und auch in den Shownotes ist nochmal ein Link dazu. Bitte, bitte ausfüllen und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.